So, weiter geht's beim Weinsimulator 2015. Ich habe hier gerade schön einen Wein nach dem anderen gebechert. Ist jetzt leider nichts mehr übrig und ich hoffe, dass die gute Gin noch in der Lage ist, naja, sich durchs Haus zu schlagen und nicht gleich vom ersten besoffenen Zombie anmachen zu lassen. Ich glaube nämlich, die haben. Oh, fuck! Ich glaube, ich gehe. Scheiße. Ja. Ich glaube, ich lasse das mit den Witzen. Jedes Mal, wenn ich einen Witz erzählen will oder machen will, dann. Boah, shit, Mann, passiert sowas. Eieiei. Was mache ich überhaupt gerade? Ja, ich wollte gerade Wein trinken. Nee. Ich habe doch gerade Notenblätter eingesammelt und ich glaube, damit können wir zur Bar. Also, Bar, weiß nicht, aber es gab so einen Raum mit einem Klavier, von dem ich aber nicht mehr weiß, wo er ist. Deswegen gucken wir einfach mal hier rein. Der Raum, den ich. Was? 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 Okay. Kollegin. Bitte bringt mich nicht um. Ich habe ein paar Minuten nicht gespeichert. Wie dem, der meinen Schlaf stört. Da ist ein Schalter. Betätigen. Nein. Ich gucke mich erstmal um. In dieser Einbuchtung liegt etwas, aber das Gitter ist im Weg und Sie können es nicht erreichen. Das stand wahrscheinlich, also ich meine, man sieht das ja eigentlich, aber früher war es eben wichtig, sowas auszuschreiben, damit, oh, ich kann das bewegen, damit man es in dieser schlechten Grafik verstanden hat, was von einem verlangt wird. Okay, kann ich hier irgendwie euch wieder reinschieben? Hat das irgendeinen Sinn? Ich meine, ihr seid gerade hier rausgekommen. Aber ich fand euch schöner an der Wand. Der geht automatisch wieder rein. Okay, das scheint hier irgendwie. Ich denke, man muss es vielleicht in einer bestimmten Reihenfolge machen. Der wackelt. Wollt ihr mich verarschen? Nein. Okay, ich werde jetzt einfach mal immer den schieben, der irgendwie mit seinem Arm rumwackelt. Ist ja logisch, dass immer der wackelt, der rauskommt. Haha. Ne, Moment, ich hatte das doch schon halb. Also, Kollege. Boy. Okay. Reicht das jetzt? Okay, also der bewackelt, der andere hat aber nicht gewackelt dieses Mal. Ich hoffe, das ist ein Zeichen. Soweit waren wir, glaube ich. So, der wackelt, dann haben wir das letzte Mal den anderen verschoben. Yay, und jetzt? Ich glaube, es war irgendwie gut, dass wir die zurückgeschoben haben. Ich habe keine Ahnung warum. Klar, nehmen wir die mit. Wir sind nämlich lebensmüde und wissen, dass hier überall Fallen sind. So, hallo, Kiste. Guckst du, Kiste, machst du auf. Bild, Sonne, Mond, auf dem Teller steht. Sonne nicht weckt mich. Ja, mich auch. Sonnenlicht weckt mich. Sonnenlicht. Hey, ich will dich wieder gerade haben. Nein. Gerade. Egal. So, bringt er mich jetzt um? Bringt er mich um? Nee. Nee. Sehr schön. Okay, gehen wir wieder raus. Sonnenlicht. Ist ja nicht so, als hätten wir gerade so viel Sonnenlicht hier. In der Nacht.
atemlos durch die Nacht. Wandern wir im finsteren Tal. Das nimmt schon biblische Ausmaße. So. Sorry, ich bringe manchmal Zusammenhänge, die man leider nicht ganz nachvollziehen kann, wenn man kein Insider ist. Komm her. Ich bin nicht afraid. Ich bin sowas von nicht afraid. Munitionsverschwendung. Hier keine gute Position, um zu warten. Okay, laden wir das Ding nach. Zack. Kann man hier rein? Oh, willst du mich verarschen? Oh, verpiss dich. Oh, ich denke jedes Mal, die stehen nochmal auf. Das ist aber nicht der Typ, von dem ich eben noch gesagt hatte, mal gucken, wie lange er noch liegen bleibt, oder? Das wäre ziemlich assi, mein Freund. Grün und rotes Kraut. Ein Bild. An dieser Wand ist ein großer Kratzer. Das sieht nicht wie das Werk dieser verwesenden Gestalten aus. Okay, coole Musik. Hallo? Der Party Room. Party! Munitionsparty. Aber keine Ahnung, was die von uns wollen. Gerade. Warte mal, sorry. Bin ich nicht durch die andere Tür gekommen? Auch wieder ein schönes Türmodell hier mit einem interessanten Griff. So, okay, sorry, wir sind durch die gekommen. Dietrich, okay. Wenn wir den Dietrich verwenden, ist das vielleicht nur eine Abkürzung. Wow. Hi. Ah. Oh. Jill. Stell dich nicht so an, Mann. I didn't mean to get you that excited. Right. Anyway, you should read this. Testament des Forschers. Darin steckt ein Brief. Der obere Teil des Briefes ist abgerissen. Der Rest des Briefes ist lesbar. Alma, ich habe versucht zu überleben, um dich wiederzusehen, aber ich habe das Unausweichliche nur hinauszögern können. Ich bin infiziert und es gibt keine Heilung für das, was nun folgt. Der einzige Ausweg besteht darin, mein Leben zu beenden, ehe ich das verliere, was mich noch von diesem Bestien unterscheidet. Meine Liebe für dich. My dearest Alma. Steht unten rechts in der Ecke. In einer Stunde beginnt mein ewiger Schlaf in Frieden. Bitte verzeih es mir. Es tut mir so leid. Martin Crackhorn. Der alte Drogendealer. What do you make of it? Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. Mm-hmm. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part and somebody didn't want anyone to see it. Mm-hmm. Let's continue our investigation. Mm-hmm. Barry, der alte Investigator. Ich frage mich, ob der auch schon so ein Rätsel hier gelöst hat oder ob wir doch wirklich alles alleine machen. Ja, Objekte können sie nicht mitnehmen. Diverse Angelhaken. Okay. Dann heißt es mal wieder, ab zur Kiste. Zum Glück sind wir ja gerade in der Nähe davon. Auf geht's. Aber irgendwie macht mich die Musik gerade ein bisschen irre hier. Kiste. Insert First Aid Kit Case. Aha. Hallo. Farbbänder. Oder wir bräuchten echt mal einen Rucksack oder so. Ist ja echt untertrieben, dass du nur einen Granatwerfer, eine Schrotflinte, ein Holzbrett mit dir rumschleppen kannst. Da lobe ich mir die aktuellen Spiele.
Ah Mann, ey. Wo man sich einfach alles in die Tasche stoppen kann. Wie bei Rollenspielen zum Beispiel. Erstmal zig Ausrüstung in die Tasche. So, jetzt holen wir die raus hier. Düdel, 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 düdel. Move. Sternchen, Sternchen. Get out the way. Get out the way. Sternchen, Sternchen, get out the way. Da lang. So. Hallo, Kiste. Lange nicht gesehen. Ich habe ein paar Reviews zum Spiel gelesen und da wurde sich tatsächlich darüber beschwert, dass man in diesem Spiel keine Dinge hat wie größeres Inventar oder Autosave. Ja, ebenso Dinge, die aktuelle Spiele haben. Ist meiner Meinung nach irgendwie ein bisschen lächerlich, weil wenn man ein Remake von einem Spiel macht, dann will man doch auch irgendwie das originale Spiel behalten. Nur, dass man eben die Grafik verbessert. Und vielleicht noch ein bisschen was am, naja, an der Steuerung optimiert, aber von daher weiß ich echt nicht, wie man sowas am Spiel unterstellen kann, wenn man echt offiziell einen Nachfolger, also einen Remake-Nachfolger macht. Ein bisschen komisch. So, die Notenblätter behalte ich erstmal kurz. Ach, und ich lege die Schrotflinte ab. So, nur noch die Pistole, der Schlüssel, die Noten. Die Noten möchte ich gerne irgendwo benutzen. Vielleicht sollten wir auch die Kräuter einfach mal weglassen. Ich habe die jetzt weggepackt, weil wir hier eh gleich wieder die Kräuter oben mitnehmen können, aber grundsätzlich kriegen wir eh kaum Damage, also können wir uns dann auch noch schnell irgendwo hinschleppen, um dann die Kräuter da zu besorgen. Mit uns Zeit sparen. Umso weniger das Inventar voll ist, umso mehr können wir mitnehmen und umso schneller kommen wir voran. So, klar. Und Mission. Mission Impossible. Nein, doch possible. Ha. So. Rinder. Das Aquarium sah in dem Raum schon ein bisschen auffällig aus. So, eine unverschlossene Aktentasche. Sie ist voller biologischer Berichte. Und da ist ein Gehirn. Der Behälter ist voller toter Insekten. Naja, so sieht's bei mir auch aus. Nicht. Noch mit toten Insekten. Ja. Darunter ist ein Schalter. Drücken, na klar. Es passiert nichts. Vielleicht hat es etwas mit den präparierten Insekten zu tun. Aha. Präparierte Insekten im Aquarium. Das Aquarium riecht, als hätte etwas darin gelebt. Vielleicht wurde irgendein Geschöpf darin aufgezogen. Jo. Nehmen wir auch mit. Jo, kennen wir schon. Nee, das bringt ja nix. Eine Sammlung vorbei. Funktioniert jetzt vielleicht, wenn das Ding drin ist? Nee, auch nicht. Nehmen wir das erstmal mit. Dazu überlege ich mir später was. Sammeln wir noch schnell das Kästchen aus dem anderen Raum ein. So, ich denke, ich werde das jetzt gleich so machen, dass, wenn die Folge zu Ende ist, ich das Inventar komplett ausleere, also die Sachen wegbringe, die wir nicht mehr brauchen, oder von denen ich denke, dass ich sie nicht brauche. Damit wir nicht ständig hin und her laufen. Leer, 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 leer. Oh, ist hier nicht noch was? Okay. Und schon wieder voll. Man darf einfach echt nicht alles mitnehmen. Und da ist noch mehr. Okay, gut. Dann mache ich das so wie gesagt. Ich bringe kurz die Sachen weg und dann sehen wir uns hier an derselben Stelle wieder. Bis gleich. Ciao.